Ein recht herzlich willkommen heute einmal vor unserem Stadtbad in der Bohnstedtstraße. Ich habe es mir hier einfach einmal gemütlich gemacht, weil wir im Jahr 2018 auf ein ganz besonderes Jahr blicken, nämlich 110 Jahre Stadtbad Gotha. Wir haben das als Team vom Stadtbad einfach mal zur Gelegenheit genommen, um über die Historie zu recherchieren. Wir sind im Stadtarchiv gewesen, haben viele, viele Akten gewälzt, um uns zu informieren, was macht denn die Geschichte des Stadtbades aus? Wir haben uns mit Zeitzeugen getroffen, haben sie interviewt und so einiges Interessantes erfahren. Und was, das möchte ich Ihnen heute einfach mal erzählen. Vor 110 Jahren sahen die Lebensverhältnisse der Menschen ja noch ganz anders aus. Damals gab es keine Waschmöglichkeiten, keine Bäder in den Wohnungen. Und im Zeitalter der Industrialisierung sind immer mehr Menschen vom Land in die Stadt gezogen, in beengte Wohnverhältnisse. Und die hygienischen Gegebenheiten waren ganz, ganz schwierig. Natürlich gab es, wie hier auch in Gotha, schon private Badestuben. Es ging aber vor allen Dingen darum, auf diese Lebensumstände der Menschen eine Antwort zu finden, nämlich die Versorgung, die ausreichende Versorgung für hygienische Bade- und Duschmöglichkeiten. Und in dieser Zeit sind Volks- und Stadtbäder gebaut worden, weil diese Hygiene einfach nicht mehr als reine Privatangelegenheit definiert worden ist, sondern als ein öffentliches Interesse. Und das war damals ganz neu in einer aufkommenden, neuen und ganz innovativen Sozialpolitik. Und so war es dann auch hier in Gotha. Man hat also im Grunde genommen sich eine Einrichtung gewünscht, die für alle Einkommensschichten zur Verfügung stand. Weil man damals durch diese Forschung auch in der Medizin erkannt hat, dass Hygiene und Gesundheit im Zusammenhang stehen. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass dieses Umdenken in der Sozialpolitik und auch in der Versorgung der Menschen in den Städten dazu geführt hat, dass es ganz, ganz viele Bauvorhaben von Volks- und Stadtbädern in den Städten gab. Wenn Sie heute durch die Städte laufen und aufmerksam sind, dann sehen Sie diese alten Volks- und Stadtbäder immer noch im Stadtbild. Diese fortschrittlichen Gedanken, hier eine Badeeinrichtung zu erbauen, hatte man auch in Gotha recht frühzeitig. Es ging zunächst erstmal um das große Thema der Finanzierung. Und es ist hier in Gotha gelungen, dass quasi viel über Spenden, über Nachlass, Geldbeträge quasi hier eine ziemlich hohe Summe zusammengekommen ist. Das hat dann zu diesen Privatspenden, die teilweise auch ganz anonym getätigt worden sind, wie wir heute wissen, auch nochmal eine große Spende der Stadtsparkasse hier in Gotha gegeben, sodass dann immerhin schon einmal 2/3 der veranschlagten Kosten schlicht und ergreifend auf diesem Weg zusammengekommen sind. Die Stadt Gotha hat dann einfach nochmal 110.000 Euro dazugelegt und damit war die ganze Finanzierung im Grunde genommen schon gesichert, was für heutige Verhältnisse wahrscheinlich unvorstellbar wäre. Danach die Frage, wo soll ein Bad hingebaut werden? Es war einfach so, dass durch dieses Wachstum in den Städten natürlich diese Friedhöfe im Grunde genommen auf einmal in das Zentrum gerückt sind. Und so war es hier in Gotha auch. Das heißt, Sie werden es schon erahnen, wir befinden uns hier im Grunde genommen auf dem Gelände eines ehemaligen Friedhofes. Und zwar des ältesten Friedhofes der Stadt Gotha, der Friedhof 1, genannt auch Alter Gottesacker. Und dieser alte Gottesacker war von kulturhistorischer Bedeutung, denn er war, wie gesagt, mit unheimlich vielen Familiengräbern, mit ganz monumentalen Grabanlagen hier ausgestattet. Und Sie können sich vorstellen, was das für einen Wahnsinnsprozess bedeutet hat, diesen Stadtgottesacker, den alten Gottesacker, abzureißen und hier auf diesem Grund und Boden quasi diese Einrichtung, das Stadtbad Gotha, zu errichten. Das können wir heute aus den Akten des Stadtarchivs in Gotha sehr, sehr gut nachvollziehen. Da gab es sehr, sehr viele Berichte dazu, dass es unglaubliche Proteste gegeben hat. Aber wie auch immer, der Stadtrat zu Gotha beschloss damals diesen Bau hier. Es war im Grunde genommen jetzt einfach nur noch wichtig, die Wasserversorgung natürlich sicherzustellen, denn für so eine Badeeinrichtung wie das Stadtbad musste natürlich auch die Wasserversorgung klappen. Da kam relativ günstig, dass natürlich 1906 die Talsperre in Tambach-Diederitz gerade fertiggestellt worden ist und quasi jetzt auch hier das Stadtbad mit dem entsprechenden Wasser versorgen sollte.
Dann fehlt am Ende nur noch derjenige, der es bauen durfte. Das war Wilhelm Götte. Er kam quasi nach Gotha und erhielt hier seinen allerersten Auftrag, das Stadtbad zu bauen. Und es war sein erstes Stadtbad in seiner Karriere. Er war ein sehr junger Mann, Anfang 30, voller Elan, gerade Familienvater geworden und kam dann quasi hierher nach Gotha, um auch mehrere Jahre zu bleiben und hier auch das Stadtbild ganz entscheidend zu prägen. Zum Beispiel mit dem Stadtbad, aber nicht nur. Der Bau des Stadtbades Gotha wurde mit einer sehr, sehr großen medialen Aufmerksamkeit begleitet. Es gab nur nach relativ kurzer Zeit ein Problem, einen Bauarbeiterstreik. Und dieser hat den ganzen Bau um über ein Jahr verzögert. Und das war natürlich eine große Schwierigkeit, denn das Bauvorhaben war sehr, sehr gewünscht und die Menschen freuten sich natürlich auch auf die Möglichkeiten, die das Stadtbad bot. Auch wenn es mit Verspätung war, im Jahre 1908, am 21. September, war die Freude riesengroß, denn das Stadtbad wurde unter der Leitung des Oberbürgermeisters Otto Liebetrau und natürlich des Architekten Wilhelm Götte und vieler, vieler Menschen, die hier sehnsüchtig gewartet haben, eröffnet. Die erste Zeit nach der Eröffnung des Stadtbades hier in Gotha kann man sehr, sehr gut im Stadtarchiv Gotha beobachten. Wir haben dort einmal so richtig intensiv nachgeforscht und auch mal erkundet, was so das Angebot ganz am Anfang nach der Eröffnung war. Natürlich, das kann man sich gut vorstellen, gab es hier die Möglichkeit, sich erstmal ausgiebig zu duschen. Brausebäder, Wannenbäder der unterschiedlichen Klassen 1 bis 3 und auch etwas für den gehobenen Anspruch war dabei, das Nobelbad, was man auch manchmal als Salonbad bezeichnet hat. Gebadet wurde aber nicht nach Einkommensklassen, wie man das vielleicht vermuten könnte, sondern die Klassen waren unterschiedlich nach Ausstattungsmerkmalen sortiert. Fangen wir doch einfach mal der Reihe nach an. Das Baden in der dritten Klasse hatte also eine Badewanne und, ja, sagen wir mal, spanische Wände als Abtrennung von einer Badewanne zur anderen Badewanne. In der zweiten Klasse, schon etwas besser, hatte man eine eigene Badenische und dazu auch noch einen Stuhl. Immerhin. In der ersten Klasse wurde es dann wirklich angenehmer. Da hatte man also eine Badewanne, den Stuhl, ein Waschbecken und einen Spiegel. Und auch die Möglichkeit, die Tür einfach einmal zuzumachen. Jetzt kommt aber der Luxus. Das Salonbad oder das sogenannte Nobelbad hatte eine eingelassene Badewanne, sodass man langsam in das Wasser hinabgleiten konnte. Zu den ganzen anderen Ausstattungsmerkmalen, die wir vorher schon hatten, noch ein WC. Somit konnte man sozusagen sich um alles gleichzeitig kümmern. Die Erwartungen an das Stadtbad Gotha waren kurz nach der Eröffnung relativ hoch. Man erwartete, dass vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern kommen würden, um das Stadtbad zu nutzen und stellte nach einem Jahr fest, dass es vor allen Dingen die Männer waren, die zum Baden kommen, mit weit über 70%. Man hat da auch nochmal um Aufklärung sich bemüht, dass einfach im Grunde genommen es eine größere Bereitschaft gibt, auch die Familien in das Stadtbad zu locken. Es gab ein weiteres Problem. Das, was man sich an Umsatzzielen erhofft hatte, war leider nicht eingetreten, sodass bereits nach einem Jahr die Suche begann nach neuen Produkten. Und die Lösung waren medizinische Bäder. Bäder, also quasi Wannenbäder mit Zusätzen unterschiedlicher Art, zum Beispiel Fichtelnadelbad, das Salhuminbad, um einfach nochmal zusätzliche Umsatzerlöse zu generieren. Und das ging auf, was wir aus den Unterlagen des Stadtarchives heute erfahren haben. Die Betreibung des Stadtbades Gotha nach seiner Eröffnung war, glaube ich, keine leichte Aufgabe. Wir finden in dem Archiv der Stadt Gotha immer wieder Hinweise auf Probleme, die es wirklich für die Betreibung, für die Mannschaft hier in Gotha gab. Kohlemangel, Wassermangel, immer wieder Schließungen waren schon ein ständiges Thema und ein großer Begleiter, vor allen Dingen während der Kriegsjahre. Immerhin wurde während der beiden Weltkriege das Stadtbad immer in Schuss gehalten, was man nach der Kriegszeit und zu DDR-Zeiten nicht immer behaupten konnte. 1961 ist es hier zu einem Gutachten gekommen über die bauliche Beschaffenheit des Stadtbades. Und schon zu dieser Zeit waren ganz erhebliche Mängel hier festzustellen, die hygienische Probleme nach sich zogen und die Nutzung massiv erschwerten und teilweise auch einschränkten. Zu DDR-Zeiten war einfach das Geld nicht da, um diesen großen Bau auch nachhaltig wirklich in Schuss zu halten, ihn zu sanieren, ihn zu erhalten. Und so verfiel das Stadtbad hier zunehmend immer mehr und musste auch monatelang Schließungen hinnehmen.
Die Stadt Gotha traute sich eine Sanierung mit den großen Mängeln schlicht und ergreifend nicht zu. Und so kam ins Gespräch, einen Neubau zu installieren hier in Gotha in der Karl-Schwarz-Straße, eine ganz neue Schwimmhalle. Und die ging Mitte der 80er Jahre an den Start, was für das Stadtbad bedeutete, dass es in einen Dornröschenschlaf fiel. Dieser Dornröschenschlaf dauerte zum Glück keine 100 Jahre. Denn die Gotha vermissten ihr Stadtbad und erinnerten sich an die schöne Zeit und wünschten sich, dass das Stadtbad wieder saniert wird und auch zur Verfügung gestellt werden kann. Es gründete sich sogar eine Interessengemeinschaft zur Sanierung des Stadtbades, aus deren Reihen auch zwei unserer Mitarbeiter entstammen. Mit einem ganz großartigen politischen Willen, vor allen Dingen unserer Stadträte, unseres Oberbürgermeisters, ist es hier gelungen, dieses Thema Sanierung des Stadtbades und Erweiterung anzugehen. Denn eins war von Anfang an klar, würde man das Stadtbad wieder revitalisieren, würde man es sanieren, könnte es die Nachfrage nach dem, zum Beispiel nach dem Schul- und Vereinsschwimmen nicht abdecken, denn dazu waren die Wasserflächen einfach zu klein. Also war von Anfang an klar, wenn das Stadtbad wieder an den Start gehen würde, müsste es auch gleichzeitig Erweiterungen geben, um die Wasserflächen anzubieten für gerade diese beiden Zielgruppen. Und das war der Stadt Gotha sehr wichtig. Die Sanierung und auch die Erweiterung des Stadtbades bündelte alle Kräfte zu diesem Zeitpunkt unserer Stadtverwaltung. Die Maßnahmen, die anstehenden Bauarbeiten zu begleiten, dauerten 4 Jahre, von 2010 bis 2014. Die große Aufgabe, auf der einen Seite diese denkmalgerechte Sanierung zu schaffen, nach den Richtlinien, mit der historischen Bausubstanz so sorgsam umzugehen, dass sie ihr Gesicht wahren kann, war ja nur ein Schwerpunkt dieser ganzen Baumaßnahmen. Auf beiden Gebäudeteilen wurde ein Kubus errichtet, eine die neue Schwimmhalle nach den ganz modernen Maßstäben, so wie das Vereinsschulschwimmen und auch Individualgäste heute von einer Einrichtung erwarten. Auf der anderen Seite der Saunakubus, die einfach diese historische Bausubstanz ergänzt. Dieses Baden und Saunieren im Jugendstil ist bei uns die Kombination aus der historischen Bausubstanz, die so fließend übergeht in diese ganz moderne Welt und diesen ganz modernen Anbau. Und diese Kombination ist in ganz besonderer Art und Weise gelungen. Bei den Planungen und Sanierungen für das Stadtbad Gotha stand vor allen Dingen im Mittelpunkt, dass das Bad nach einem modernen Betreiberkonzept einfach auch betrieben werden kann. Becken für Kurse unterschiedlicher Temperatur, ein Kinderbereich, die Gastronomie, die die Gäste versorgt, Massageraum, Sauna, Schwimmen und letztendlich auch Platz für die Gäste zum Warten, zum sich aufhalten und zum Verweilen. Alles dies ist in diesem Konzept für unser Haus berücksichtigt worden und macht heute einen großen Teil unseres Erfolges aus. Am 19.04.2014 war es dann endlich soweit. Die Gotha konnten ihr Stadtbad wieder in Betrieb nehmen. Sie kamen in großen Scharen und schauten erst einmal, was aus dem alten neuen Stadtbad geworden ist und dass wir zu Recht den zweiten Geburtstag feiern. Ja, liebe Gäste, das war ein kurzer Streifzug durch 110 Jahre Stadtbad Gotha. Sie sehen, es gibt hier einiges zu entdecken. Überzeugen Sie sich selbst. Kommen Sie einfach vorbei und schauen Sie sich's an. Genießen Sie die Kombination aus alt und neu, aus Jugendstil und Moderne. Und meine wichtige Empfehlung an Sie: Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel, damit Sie keine Neuigkeiten mehr verpassen können. Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen, verpassen Sie keine Aktionen und Veranstaltungen, denn hier ist jede Menge los, auch nach 110 Jahren.